Hallöchen zusammen und willkommen zu einem neuen Gastvideo. Ja, heute stellt der liebe Julio sein Blue Eyes Deck vor, also so ein kleines Deck-Profile. Mal was anderes auf dem Kanal, eines der wenigen Videos, wo es halt wirklich auch um Taktik und Spiel geht. Und ja, ist ein relativ neuer YouTuber, er heißt übrigens auch Julian, was ich relativ amüsant finde. Und jetzt habe ich schon zwei Gastvideos in Folge von zwei Leuten, die Julian heißen. Ich heiße auch Julian, das wird ein richtiger Julian-Kanal langsam. Und ja, wie gesagt, er ist ein relativ neuer YouTuber, hat gerade 167 Abonnenten, macht aber relativ gute Videos und deswegen finde ich, der gehört supported. Vielleicht bringt ihm das Gastvideo hier was, dem lieben Jay Taylor, also dem anderen Julian hat es ja was gebracht, über 20 oder 30 Abonnenten, vielleicht springen hier auch ein paar Leute auf ihn über. Er ist ein relativ sympathischer Kerl und mehr will ich dazu nicht sagen. Ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Deck-Profile. Auf seinem Kanal gibt es auch ein kleines Gastvideo von mir, wo ich alle Collector-Rare-Karten, die ich habe, vorstelle, außer Giant Hand, glaube ich, die habe ich nicht gefunden. Und ja, ich würde sagen, los geht's! Servus, liebe House of Cards-Zuschauer, mein Name ist Julio, ich bin ein relativ neuer YouTuber und ich bin heute eingeladen zu einem Gastvideo vom lieben Julian. Und ich bin auch ein Julian, deswegen ein weiterer Julian auf diesem Kanal. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Einladung. Und ich werde euch heute ein Blue Eyes Deck bzw. mein Blue Eyes Deck vorstellen. Und ich würde sagen, wir reden auch gar nicht lang. Wir starten direkt mal mit dem Deckprofil. So, wir starten auf jeden Fall mit dreimal den blauäugigen weißen Drachen. Diese Karte benötigt man auf jeden Fall, da es die wichtigste Karte im Deck ist. Das ist so die Karte, auf der das komplette Deck eigentlich basiert. Deswegen ja auch der Name des Blue Eyes Deck. Dann spielen wir auf jeden Fall dreimal den blauäugigen alternativen weißen Drachen. Relativ leicht zu erklären, ich brauche einen blauäugigen weißen Drachen in meiner Hand vorzeigen und darf ihn dann direkt specialen. Er hat einen richtig coolen Effekt noch, womit ich einfach einmal pro Spielzug ein Monster meines Gegners zerstören kann, was echt extrem stark ist, aber der Nachteil ist dann halt, dass ich dafür in diesem Spielzug dann nicht mehr angreifen kann mit dieser Karte, aber meistens verbaut man das Ganze sowieso, deswegen ist es nicht so tragisch. Dann geht es weiter mit zweimal Drachengeist des Weißen. Das ist so ein bisschen wie unser Zwillingstwister, nur mit einer Banish-Variante, das heißt, wenn ich ihn aufs Feld rufe, hat er den Effekt, dass ich eine Zauber der Fallenkarte meines Gegners verbannen kann, was ein echt starker Effekt ist. Kann man richtig coole Plays mitmachen, ihn wieder in den Grave zurückschicken, wiederholen mit Return, aber dazu kommen wir später auf jeden Fall nochmal. Dann dreimal der weiße Stein der Uralten. Das ist auch so mit einer der Herzkarten in Blue Eyes generell, weil der weiße Stein der Uralten, mit dem machen wir die meisten Plays. Wenn wir ihn in den Grave schicken, können wir die Monster zurückholen und in der Endphase auch seinen Effekt aktivieren, um etwas aus dem Deck zu specialen. Immer eine richtig gute Sache. Zusätzlich ist es halt ein Empfänger, was ihn halt richtig, richtig stark macht. Genauso wie dreimal Weiser mit den blauen Augen. Ebenfalls, diese Karte ist auch richtig, richtig gut. Er kann uns zum einen mit seinem Effekt den Stein auf die Hand suchen, aber wir können auch ihn zusammen zum Beispiel mit den Stein anwählen und einen Blue Eyes aus dem Deck specialen. Somit hätten wir dann auch den Stein direkt in Grave, was das Ganze richtig, richtig stark macht. Dann kommen wir zu zweimal den Chaos Max Drachen. Das ist unser Bossmonster des Decks so ein bisschen. Hat unglaublich gutes Potenzial, diese Karte, da sie ein richtiger Tower ist. Also wenn die erstmal liegt, hat der Gegner richtige Probleme, weil sie verursacht unter anderem bei Monstern in Verteidigungsmodus doppelten durchschlagenden Kampfschaden. Und sie kann nicht durch Karteneffekte gewählt oder durch diese zerstört werden. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig stark. Und passend dazu braucht man halt dann auch dreimal den Manju der 10.000 Hände, weil wir wollen die Ritualkarte natürlich auf der Hand haben. Und das ist quasi unsere Suchkarte. Sie kann uns sowohl den Chaos Max als auch die Ritualkarten, also die passenden Zauberkarten, dafür auf die Hand suchen. Und ansonsten spielen wir noch an den Monstern einmal Max C. Da brauche ich jetzt nichts mehr zu sagen. Eine richtig super Karte. Und das war es auch soweit mit den Monsterkarten und ich werde das Ganze ein bisschen wegräumen, dann machen wir weiter mit Traps und Zauberkarten. So, machen wir weiter mit den Traps. Da haben wir hier erst einmal diese kleine Engine. Da habe ich hier zweimal den feierlichen Schlag und einmal die ernste Warnung. Die zusammen sind auf jeden Fall richtig stark. Kann man richtig viele gute Plays mitmachen, weil auf jeden Fall zweimal der feierliche Schlag und einmal die ernste Warnung, weil ich finde, dreimal feierlicher Schlag wäre ein bisschen zu viel. So haben wir die Auswahl noch, mit der ernsten Warnung eine Normal Summon zu unterbinden oder auch eine Zaubern-Fallen-Karte, was richtig gut ist. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Karten genau so zu spielen, weil ich finde, man muss die auch im Blue-Eyes spielen, um konkurrenzfähig bleiben zu können. In der heutigen Zeit ist das jetzt ja relativ schwer. Es gibt aber auch genug Decks, die sagen, okay, die spiele ich gar nicht, aber ich finde, man sollte die zwingend spielen.
Dann spiele ich einmal einen Zwillingstwister, der reicht auf jeden Fall aus, weil wir ja eben den Drachengeist des Weißen haben, mit ihm können wir zusätzlich banishen. Und zur Not kann man auch im Sideboard immer noch einen Zwillingstwister oder einen MSD spielen. Da kann man nichts falsch machen. Dann spiele ich einmal einen Raigeki. Brauche ich nicht zu sagen, eine richtig starke Karte. Die spiele ich tatsächlich Main. Einige Leute spielen die auch im Side-Deck. Aber ich finde, man kann die durchaus mainen in Blue Eyes. Dann habe ich noch einmal One for One. Sie ermöglicht es uns, ja, eine richtig coole Kombi auch mit Crystal Wing zu machen. Also wir können richtig leicht und schnell auf Crystal Wing dafür gehen. Deswegen auf jeden Fall einmal One for One. Und dann spiele ich zweimal den Drachenschrein, eben unsere Steine und unsere Blue Eyes Monster auf den Grave zu bekommen, wo wir dann letztendlich ja, und in unsere Plays starten können. Das ist immer eine richtig gute Karte, man will sie nicht zweimal auf der Hand haben, deswegen spielen einige Leute auch ein Foolish. Switche ich immer mal, kann auch gut sein, zweimal den Drachenschrein zu haben, muss man aber wissen, wie man das selber spielen möchte. Dann spiele ich dreimal die Melodie der erwachenden Drachen, das ist unsere Suchkarte, die weitere. Sie ermöglicht uns eigentlich alle Blue Eyes Monster zu suchen, außer den Drachengeist des Weißen. Mit ihr können wir zum Beispiel auch den Chaos Max Drachen suchen, was viele ja gar nicht wissen. Das macht diese Engine auf jeden Fall richtig stark, deswegen dreimal auf jeden Fall die Melodie. Genauso wie dreimal Rückkehr der Drachenherren. Sie hat zwei richtig starke Effekte. Zum einen kann sie unsere Monster wieder zurück aufs Feld holen, wie schon der Name sagt, Rückkehr der Drachenherren. Und zum anderen kann ich diese Karte einfach von meinem Friedhof banishen, wenn ein Monster vom Typ Drache zerstört werden würde. Diese Karte wird dann stattdessen nicht zerstört, weil ich kann sie quasi einfach auf den Grave legen und das war's. Und das kann man auch auf den Strike machen. Das heißt, Gegner aktiviert einen Strike. Ich lege die Rückkehr raus, verbanne sie und das war's für den Strike. Mehr passiert da nicht. Und dann haben wir natürlich noch unsere drei Ritualkarten. Da spiele ich zweimal die fortgeschrittene Ritualkunst und einmal die Chaosform. Zweimal die fortgeschrittene Ritualkunst ist ganz einfach, weil die fortgeschrittene Ritualkunst einfach die Kosten aus dem Deck nimmt, was richtig stark ist. Somit brauche ich nicht das passende Gegenstück irgendwie sonst wo zu haben. Deswegen ist das eine richtig gute Sache. Und nur einmal die Chaosform, um das Ganze dann zu recyceln quasi. Ich finde, das passt und reicht auf jeden Fall genauso. Habe ich ausführlich und lange getestet, das ist auf jeden Fall in Ordnung so. Dann habe ich hier noch dreimal in Zahlungsnahme, auch eine richtig wichtige Superkarte, weil wenn wir wollen einfach Karten ziehen in dem Deck und das ist halt auch extrem wichtig und mit ihr kommen wir eigentlich meistens in unsere Plays rein, da will ich auch gar nicht mehr weiter drauf eingehen, das ist eine extrem wichtige Karte. Deswegen dreimal diese Entzahlungsnahme und ja, das war es auch soweit mit den Zauber- und Fallenkarten und ich würde sagen, wir wechseln direkt mal rüber ins Extra-Deck. So, im Extra-Deck angekommen spielen wir hier einmal den Kristallflügel Synchro-Drache, das vielleicht momentan stärkste Synchro-Monster, was man in Blue Eyes spielen kann. Deswegen auf jeden Fall einmal der Crystal Wing, da werde ich jetzt nicht mehr weiter auf die Effekte eingehen. Auf jeden Fall eine richtig, richtig starke Karte, würde ich immer mindestens einmal spielen. Dann spielen wir einmal den himmlischen Drachenritter Felkrand. Auch eine Karte, die dem Gegner Effekte negieren kann, ähnlich stark wie der Crystal Wing, relativ leicht zu beschwören, nur zwei Monster der Stufe 8, sehr sehr stark. Dann habe ich hier Nummer 62, Galaxieaugen Urphotonendrache, ebenfalls eine sehr sehr starke Karte, da sie uns ermöglicht einfach über irgendein XC-Monster meines Gegners drüber zu rennen und das ist auch richtig richtig stark. Dann habe ich hier einmal die Nummer 38, Hoffnungsvorbote Drachen-Titan-Galaxie. Er kann einfach die Effekte von Zauberkarten meines Gegners quasi negieren und diese an sich als Material anhängen, was auch sehr, sehr stark ist. Dann habe ich hier einmal Priesterlicher Sonnendrachen-Overlord von Heliopolis, auch eine sehr starke Karte. Mit ihr kann ich einfach vom Gegner beliebig viele Karten zerstören, die ich als Tribut anbiete vorher von mir, was sehr, sehr stark ist und manchmal richtig gut sein kann. Dann habe ich noch ein Allsei, der Silvanische Oberbeschützer. Mit dem Allseil können wir zum Beispiel die Gegner Karten zurück ins Deck mischen oder ja, eigentlich ist es das auch schon im Groben, das ist extrem stark, weil der Gegner will die Karten vielleicht unbedingt im Grave sehen oder sonst wo und wir mischen sie ihn einfach zurück ins Deck, das ist sehr sehr stark. Dann haben wir hier ein kleines Galaxieaugen-Package, würde ich auf jeden Fall auch so spielen, da ist man sehr flexibel mit. Und auf jeden Fall der Galaxieaugen-Tachyon-Drache, der Galaxieaugen-Körper. Panzer-Photon-Drache, der Galaxieaugen-Dunkel-Materien-Drache und der Galaxieaugen-Cypher-Drache. Das ist unsere Galaxieaugen-Engine, mit ihr kommen wir in einige Plays rein, können richtig gute Sachen mitmachen. Dann habe ich hier einmal Michael, der Erzlichtverpflichtete. Unter anderem auch wichtig für
ja, um auf den Crystal Wing zu kommen. Dann einmal der Himmel, blauäugige silberne Drache. Dann noch zweimal der blauäugige Geisterdrache. Das sind Karten, auf die ich jetzt nicht so viel eingehen will. Sind zwar immer noch wichtig, aber sind eigentlich nur so, ja, Zwischenkarten. Und dann noch einmal der zinnoberfarbene Drachenmech. Ja, Leute, das war es auch soweit mit diesem kurzen Deck-Profile. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne Rückmeldung da und nochmal vielen Dank, lieber Julian, dass ich dieses Deck-Profile bei dir machen durfte. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.